gleich in den TV Berlin Nachrichten. SEK in Hohenschönhausen im Einsatz. Stadtbahn am Wochenende schon wieder gesperrt und das Wetter Gewitter naht. Danach bleiben die Werte aber recht sommerlich. Mehr zu den genauen Aussichten am Schluss der Sendung. Ja, damit herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Dienstag, den 18. Juli. Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei hatte in Hohenschönhausen einen 68-jährigen psychisch kranken Randalierer festgenommen. Der Mann soll am Montagabend in der Wartenberger Straße Gegenstände aus dem 6. Stock eines Mehrfamilienhauses geworfen haben, wie die Polizei am Dienstagmorgen berichtet. Zwei vor dem Haus geparkte Autos wurden beschädigt. Der Tramverkehr in der Wartenberger Straße musste aus Sicherheitsgründen vorübergehend eingestellt werden. Bei der Bundestagswahl wollen in Berlin 26 Parteien antreten. Sie haben fristgerecht bis zum 17. Juli um 18 Uhr ihre Landeslisten abgegeben, wie die Landeswahlleiterin mitteilte. Ihre Geschäftsstelle prüft nun die Listen mit den eingereichten Unterlagen. Dies gilt insbesondere für die Unterstützerunterschriften. Die Parteien mussten für ihre Landeslisten jeweils 2000 gültige Unterschriften von Wahlberechtigten in Berlin einreichen. Nach 2 Jahren Bauzeit ist die Stadtbahnstrecke saniert und erneuert. Ab kommenden Montag soll der S-Bahn-Verkehr auf den 15 Kilometern zwischen Westkreuz und Ostbahnhof wieder für längere Zeit ohne Behinderung laufen. Doch an diesem Wochenende brauchen Fahrgäste nochmal Geduld. Denn für die Inbetriebnahme eines neuen Zugsteuerungssystems werden noch einmal Streckenabschnitte gesperrt. Die S-Bahn fährt teils im Pendelverkehr, teils wird sie von Bussen ersetzt. Von Freitag 22 Uhr bis Samstag 22 Uhr fahren zwischen Lichtenberg und Hauptbahnhof Busse statt S-Bahn-Züge. Das gleiche gilt von Samstag 22 Uhr bis Montag 1.30 Uhr für den Abschnitt Lichtenberg-Friedrichstraße. In der Nacht zu Samstag verkehren zwischen Hauptbahnhof und Westkreuz Pendelzüge. Durch den Christopher Street Day, bei dem auch in diesem Jahr wieder mehr als 500.000 Teilnehmer erwartet werden, kommt es dadurch zu weiteren Beeinträchtigungen, weil viele der Demonstrationsteilnehmer in den Vorjahren mit der S-Bahn zum 17. Juni gefahren waren. Das Dach der verfallenen Zuschauertribüne an der Berliner AWUS soll noch in diesem Jahr saniert werden. Das geht aus der Antwort der Kulturverwaltung auf eine kleine Anfrage des SPD-Abgeordneten Frederik Verrücken hervor. Demnach haben die Denkmalschutzbehörde und der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf dem Konzept des privaten Eigentümers bereits im Januar zugestimmt. Die Bauarbeiten sollen im September beginnen. TV Berlin berichtet demnächst ausführlicher über dieses Thema in einer Nahaufnahme. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will das Gesetz zur Öffnung der Ehe möglicherweise noch im Juli unterzeichnen. Das berichtet der Tagesspiegel online am Dienstag. Wir gehen derzeit von unserer durchschnittlichen Prüfungszeit aus, sagte eine Sprecherin der Zeitung. Diese beantrage vom Eingang im Bundespräsidialamt bis zur Ausfertigung rund 14 Tage. Steinmeier legt das Gesetz den Angaben zufolge seit vergangenen Freitag vor. Das Bundespräsidialamt wies allerdings darauf hin, dass die Dauer der Prüfung stark vom Einzelfall abhänge. Ein festes Datum könne daher nicht genannt werden. Entsprechend den im Gesetz genannten Fristen tritt das Gesetz dann am ersten Tag des dritten auf die Verkündung folgenden Monats in Kraft. Wird das Gesetz also noch im Juli im Bundesgesetzblatt verkündet, könnten ab Oktober von den Standesämtern auch gleichgeschlechtliche Ehe geschlossen werden. Das Konzerthaus schreibt Rekordzahlen. Mit 178.000 Besuchern hat das Haus am Gendarmenmarkt in der vergangenen Saison so viel Publikum wie noch nie gezählt. Mit einem Zuhörerplus von 4,3% im Vergleich zur vorherigen Spielzeit habe man dabei die höchste Auslastung seit Beginn der Zählung erreicht. 84,3% der Plätze wurden besetzt, bei den Sinfoniekonzerten sogar 86%, wie das Konzerthaus mitteilte. Insgesamt flossen durch Kartenverkauf 4,3 Millionen Euro in die Kasse, 12,7% mehr als in der Saison davor. Und damit sind wir bei den Wetteraussichten. Heute Nacht bleibt der Hauptstadthimmel meist wolkenlos, das Quecksilber geht zurück auf 15 Grad.
Am Mittwoch wird es wieder richtig warm. Bis zu 29 Grad erwarten uns. Dazu ist es meist nur leicht bewölkt und mit Regen ist noch nicht zu rechnen. Und der Blick auf die kommenden Tage? Wie so oft bringen die hohen Temperaturen auch Gewitter mit sich. Am Donnerstag ist die Wahrscheinlichkeit dafür am höchsten. Die Spitzenwerte liegen um die 27 Grad. Der Freitag fällt dann durchweg sonnig aus. Erst am Samstag verdichtet es sich wieder. In den Mittagsstunden kann es örtlich auch leichten Regen geben. Die Tageshöchstwerte liegen bei 25 Grad. Ja, und das waren die TV Berlin Nachrichten für heute. Tschüss, bis morgen.